glaube, wieder eine gute Trainingswoche. Also wir trainieren gut, wir versuchen alles, um diesen Negativserie, sage ich mal, umzubügeln. Natürlich die letzten drei Spiele mit gleich die Top 3 der Liga. Ist natürlich ein hartes Pflaster. Jetzt kommt eine Mannschaft wie Burgdorf, Hannover Burgdorf, der für mich auf Augenhöhe ist. Ich finde, wir fahren nicht als Riesenfavoriten dahin, aber auf jeden Fall eine Mannschaft auf Augenhöhe, wo wir auch eine gute Chance haben. Ja, uns bestmöglich zu vorbereiten auf Hannover Burgdorf. Also für uns ist diese Negativserie, was wir jetzt hingelegt haben, natürlich mit der Highlight-Pokal inzwischen, ist belastend. Und wir möchten da rauskommen und wir möchten wieder Bundesligaspiel gewinnen. So, das ist klar. Wir haben trainiert mit der Ziel, morgen zu gewinnen. Boah, die haben schon breite Kader, viele gute Spieler, aber natürlich, wenn du der Rückraumkette nimmst mit Kulisch, mit Mikalski, mit Vujovic, mit Mevers auch, mit Hanne, der auch wieder da ist, das ist schon richtig Qualität. Die drei Kreisläufer, alle richtig Qualität, Brozovic, Pevnov und Fischer auch, also das ist schon Qualität. Und deshalb wäre das keine einfache Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Und auch richtig gut ist für Stiels in Abwehr. Das wäre definitiv nicht einfach. Und wir fahren nicht als große Favoriten dahin, aber wir finden selber nach unserer Vorbereitung auch, dass wir eine Chance haben. Und wir werden alles da reinschmeißen, um auch zu gewinnen.